Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute mit so einer kleinen Grand Party Vorbereitung. Ich habe das ja nicht jedes Mal gemacht bei Grand Party, aber jetzt sind gefühlt wieder mal ein paar neue Teams möglich und es ist nicht immer derselbe Einheitsbrei und deswegen dachte ich mir, mache ich mal kurz noch ein Video dazu und zeige euch die Teams, die ich nutze, beziehungsweise die ich immer wieder hin und her switche oder wo ich auf jeden Fall schon mal was für benutzt habe, um gegnerische Teams zu countern oder halt auch einfach normal damit zu spielen. Ihr wisst ja, ich bin kein Verfechter von dieser Low Combat Power Strategie. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie schlimm finden würde, wenn Leute das machen, aber mir macht das einfach null Spaß, ne? Also nur für die paar Gems und die Rewards dann extra auf so eine Taktik zurückzugreifen. Ich habe ja die letzten drei Male, glaube ich, auch trotzdem 15 von 15 Wins gehabt in Grand Party, obwohl ich immer Full-Power-Team spiele. Mir macht das einfach mehr Spaß, weil, keine Ahnung, für mich ist das Game halt nicht nur Gems und irgendwelche Mats. Wenn mir ein Game Mode Spaß macht, dann nutze ich das halt auch aus und spiele dann halt nicht irgendeinen Cheese. Das war das dazu. Erstes Team ist natürlich das Team, was ich fast immer benutzt habe bis jetzt, und das ist das Roger Team. Das Roger Team hat sich auch nicht verändert, meiner Meinung nach. Es funktioniert immer noch genauso, wie es die ganze Zeit funktioniert hat. Ich nutze ein Dex Team am Anfang, mit dem man sowieso schon fast immer gegen alles automatisch gewinnt. Gegen Quick sowieso, um einfach die Grand Party Ability von Roger zu chargen. Denn ich kann euch das kurz nochmal zeigen bei Roger. Seine Grand Party Ability ist im Endeffekt einfach hier dieser Burst. Ihr könnt ihr zweimal benutzen und targetet alle Gegner für 2750 Schaden und gibt 10% Chance, die Stats zu halbieren. Das ist halt super broken. Wenn ihr das benutzt und danach eure Special zündet, gewinnt ihr fast immer. Es ist möglich, nachdem ihr 55.000 Schaden bekommen habt. Deswegen spiele ich auch meistens dieses Dex-Team da als erstes drin, einfach damit man schon mal Schaden sammelt. Ja, wenn das Dex-Team sowieso gewinnt, braucht ihr nur noch einen Win. Dann zündet ihr die GP-Ability von Roger in Game 3 einfach mit dem Psy-Team, was sowieso schon ultra strong ist, und habt dann einfach den Auto-Win. So habe ich mit dem Team fast immer gespielt. Natürlich habt ihr gegen die meisten Teams auch einfach so einen Auto-Win und gewinnt einfach zwei Games, ohne überhaupt eins zu verlieren. Weil das Slasher-Team, was ich auch noch spiele, weil das auch noch von Rogers GP-Ability geboostet ist, natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ja, es ist super stark und macht sehr, sehr viel Damage. Obwohl ich da mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen umbauen würde. Ich hätte da jetzt nicht mehr den Kizaru im Main-Team drin, sondern ich würde da jetzt mittlerweile Doflamingo spielen, einfach damit man ein bisschen mehr aushält. Das ist aber jetzt das fürs Roger-Team. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe euch nämlich hier mal kurz die Regeln rausgesucht für dieses Grand Party. Hier kriegen Quick Units Attack Level 8, Shooter Special CT Speed Level 5, Free Spirit HP ab Level 5, Psy-Int HP down Level 6. Wenn der Leader gerade present ist, also wenn der gerade da ist in dem Fight, kriegen noch Shooter Def ab Level 4. Das bedeutet, Finger weg von Shooter-Teams. Greift keine Shooter an. Ihr habt mein Video vielleicht schon gesehen, was ich neu hochgeladen habe. Shooter mit dem neuen Ace ist absolut broken. Mit den Buffs wird das wahrscheinlich gegen gar nichts verlieren. Finger weg von Shootern, greift das nicht an. Das wird nicht gut für euch ausgehen. Versucht es auch ein bisschen zu vermeiden, zu viele Psy- oder In-Teams zu spielen wegen diesen HP-Down. Wenn ihr natürlich ein Psy-Free-Spirit-Team spielt, ist es schon wieder relativ egal, weil ihr kriegt da 5 HP ab und 1 HP down, was am Ende dann 1 HP down ist. Ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber vielleicht würde ich nicht so viele In-Teams diese Grand Party spielen. Das war es jetzt im Endeffekt zu den Buffs, nur dass ihr mal kurz gesehen habt. Und jetzt sind wir wieder bei den Teams drin. Also, das Roger-Team habe ich jetzt gerade erklärt. Meiner Meinung nach immer noch das stärkste Grand Party-Team. Sehr nice. Zweites Team, so als Alternative, habe ich hier ein Yamato-Team. Das habe ich auch immer mal wieder gespielt. Ist vielleicht dieses Season nicht das beste Team, was man nutzen kann, einfach weil es halt einen hohen Psy- und Int-Anteil hat. Nutzt aber auch wieder so ein Dex-Team als Starter, sage ich mal, einfach um wieder ein bisschen Damage zu tanken. Yamatos GP-Ability ist auch relativ nice. Also ein Alternativ-Team, wenn man vielleicht das Roger-Team nicht spielen kann, ist natürlich auch gut gegen viele Teams. Können uns Yamato da auch gerade nochmal angucken für ihre GP-Stats. Sie bufft halt logischerweise Dex, Int und Free Spirit, was ich hier auch gebaut habe. Und ihr GP-Burst macht Damage an 3 High-Def-Gegnern für 4500 und gibt deinen gegnerischen Quick-Gegnern auch nochmal 100% Chance to Half-Stats. Also eigentlich auch ein sehr nicer Leader, könnte ich euch auch noch gut empfehlen als Team, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Das nächste Team, was wir haben, ist mein Stroid Crew V2-Team. Was ich tatsächlich häufiger mal benutzt habe, Stroid Crew V2 ist so ein bisschen als GP-Leader eine undervalued und underlookte Unit, sage ich mal einfach, weil er im Endeffekt Strength, Dex und Quick boostet. Das bedeutet, er gibt euch ATK, HP und Speed up Level 5 und Free Spirits kriegen auch noch Recovery und Speed up Level 4. Besonders gut für dieses Grand Party, weil hier halt keine Psy- und Int-Units drin sind und ihr auch noch Free Spirit Units nutzt und ein Quick-Team. Das bedeutet, ungefähr alles, was hier in den Teams drin ist, ist geboostet. Sowieso, wenn ihr beim Gegner noch die Teams sehen könnt, wenn ihr noch nicht irgendwie auf 12 oder 13 Wins seid und ihr seht, dass der Gegner am Anfang zum Beispiel ein Strength-Team hat und als zweites Team Dex-Team, als Beispiel
dann könnt ihr einfach das Pokémon-Spiel hier raus machen und einfach sehen, okay, der Gegner hat ein Strength-Team, da gehe ich mit Quick rein, der zweite Team hat der Dex, da gehe ich mit Strength rein. Das heißt, ihr könnt den Gegner hier einfach ausspielen, indem ihr die bessere Farbe nehmt gegen ihn. Habe ich auch schon sehr oft gemacht, ist sehr nützlich und ist ein sehr gutes Grand Party Team. Und jetzt kommen wir zum vierten Team, was ich euch gerne zeigen wollte. Und das ist das Team, was ich diese Grand Party austesten werde. Das ist mein neues Team mit Ace Lead. Ace Grand Party Lead ist sehr stark. Er gibt Psy, Speed Up, HP Up, Special CT Up, Shootern und Free Spirits, HP Up, Attack Up und Speed Up. Also sehr viele nice Buffs. Sein Special selber kann gezündet werden, wenn ihr 33 mal Damage bekommen habt, was halt auch nicht so ewig dauert. Das kann bis zu 2 Mal gezündet werden und targetet das Team im Endeffekt für Crit Up Level 10 und targetet alle Gegner für Leader Base Attack mal 4, also ultra, ultra viel Schaden. Sowieso ist Shooter sehr krass geboostet bei dieser Grand Party, weil halt Ace auch ein neuer Release ist. Das heißt, dieses Shooter-Team wird wahrscheinlich so gut wie gegen alles gewinnen. Ich spiele dann hier auch einfach noch ein Dex-Team, wo einige Free-Spirit-Units drin sind, als Starter-Team, einfach weil das auch super stark ist mal wieder, logischerweise wegen Yamato und Moria und auch sehr tanky ist. Und anderenfalls natürlich, weil dieses Team natürlich auch genutzt werden kann, um gegnerische Hits zu tanken, damit Aces GP-Ability dann auch ready wird. Wahrscheinlich habt ihr die meisten Games sowieso schon gewonnen, nachdem die ersten beiden Teams durch sind. Als drittes Team habe ich hier noch ein Psy-Team drin, was natürlich als Finisher immer sehr nice ist. Also wenn ihr das Psy-Team am Ende habt und ihr habt Aces GP-Burst noch übrig und könnt dann einfach noch alle Specials da durchhauen und dann noch 4000 Damage machen mit dem GP-Burst, nachdem Yamato die Half-Stats draufgeballert hat oder so. Das sollte auch immer ein Easy-Win werden und das wäre ich definitiv ausprobieren. Die nächste neue Unit, die wir noch haben, ist der neue Luffy. Und falls ihr den gezogen habt, könnt ihr natürlich mit dem auch ein GP-Team bauen, denn der neue Luffy gibt Psy, Strength und Fighter-Class-Units die Buffs. Und zwar für Psy und Strength Attack und HP-Up und Crit-Up Level 4, was halt sehr nice ist, weil es sehr hohe Buffs sind. Und für Fighter selber auch nochmal Attack-Up, Speed-Up und Special-CT-Up. Das Fighter-Team mit Luffy ist sehr stark. Ich habe es jetzt so gebaut, wie ich es halt gebaut habe, weil mir halt Units fehlen. Ne? Ich werde dieses Team wahrscheinlich nicht spielen. Mir fehlt halt der King, mir fehlt halt Kuma und sowas. Also das perfekte Fighter-Team kann ich leider nicht bauen und deswegen ist das hier nur so ein Alternativvorschlag von mir, was halt auch ganz gut ist. Aber anstelle von Don Xin Zhao solltet ihr eigentlich den King spielen, damit das Team wirklich stark ist. Dann natürlich als zweites Team hier ein Strength-Team, was bei mir auch noch sehr schwach ist tatsächlich. So würde ich euch das auch nicht empfehlen zu spielen. Ich habe das jetzt einfach mal nur so als Platzhalter hier so hingetan, damit ihr wisst, wie ihr ungefähr bauen müsst. Mir fehlt natürlich auch die Boa, mir fehlt Kuma und King, wie ich ja schon gesagt habe. Das heißt, das perfekte Strength-Team kann ich leider nicht bauen. Das hier ist eher so eine Alt-Strength-Variante, die wahrscheinlich auch noch viele Gegner besiegen kann, auch Dex-Gegner, aber die nicht so eine hohe Winrate haben wird. Und das Psy-Team dann logischerweise als Abschluss für dieses Team, klar, so wie immer gebaut, einfach standardmäßig super stark und ja, kann man auf jeden Fall benutzen. Und dann haben wir noch ein letztes Team für euch. Dieses Mal, das ist das Red Rock Team. Und das Red Rock Team ist sehr, sehr stark, meiner Meinung nach, dieses Mal. Liegt einfach daran, seine GP-Ability als Leader gibt Quick, Teammates, Speed, HP ab Level 7 und Guard Level 6, was halt extrem viel ist. Strength, Teammates, Attack ab Level 5, Death ab Level 4 und Free Spirit, Attack ab, HP ab und Speed ab Level 4. Also extrem viele Buffs, tatsächlich extrem stark. Sein GP-Burst gibt dem Team Attack ab Level 7 und targets all Enemies vor Leader Base Attack 4,5-fach und targets noch 3 Teammates mit hoher ATK für 100% Chance auf Haste. Also Haste bedeutet im Endeffekt einfach, dass 3 Teammates von euch sofort dran sind und vielleicht die Special zünden und auch Normal Attacken, also ziemlich cool. Der Leader Skill habe ich ja schon drüber gesprochen, der ist ziemlich nice. When 7 Enemies are defeated, kann man das benutzen und 2-mal kann es insgesamt benutzt werden. Das bedeutet, wenn ihr ein Gegnerteam habt, das ihr besiegt habt, das 7 Gegner hatte und dann besiegt ihr nochmal so ein 7 oder 8 Gegnerteam, dann könnt ihr diesen GP Burst bis zu 2-mal benutzen. Auch hier wieder gesagt, Quick ist geboostet bei dieser GP, Free Spirit und Strength ist geboostet, deswegen das Team ziemlich nice, weil halt ziemlich viele Units da Boosts bekommen sollten. Hier ist natürlich die Reihenfolge bei diesen Teams immer sehr variabel, ne? Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, aber ihr solltet natürlich die Reihenfolge eurer Teams hier mit diesen Pfeilen immer so anpassen, dass es halt auf die Gegner-Teams, die ihr seht, passt. Ihr könnt natürlich nicht einfach, also mit dem Quick-Team in Dex reinrennen, nur weil das an Position 1 ist. Das würde ich euch vielleicht nicht empfehlen. Ja, das Quick-Team ansonsten sehr standardmäßig gebaut. Luffy habe ich im Endeffekt einfach reingepackt als Ersatzunit hier. Auf der Bank haben wir noch ein paar Units drin. Dann haben wir auf dem zweiten Team, auf dem Strength-Team, wie gesagt, wieder mein Ersatz-Strength-Team, sage ich mal, weil mir halt Units fehlen. Und das dritte Team hier ist das komplette Psy-Free-Spirit-Team. Hier jetzt mal ein bisschen anders gebaut. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich hier noch einen Fehler drin habe bei dem Quick-Team tatsächlich. Das hatte ich noch nicht aktualisiert. Ich spiele hier in dem Quick-Team tatsächlich diesen Magellan nicht.
wenn ich ihn finde. Genau. Hier ist natürlich auch Isokiko drin. Isokiko einfach mit die brokenste PvP-Unit immer noch in Quick. Solltet ihr auf jeden Fall in das Team reinpacken. War noch nicht aktualisiert. Da sind sie. Perfekt. Und damit ist das Team jetzt auch richtig, zumindest was das Quick-Team angeht. Das war es im Endeffekt mit meinen Teams. Also wie gesagt, nochmal eine Übersicht. Einmal Roger Lead, einmal Yamato Lead, einmal Strawberry Crew V2 Lead, einmal Ace Lead, einmal Luffy Lead und einmal Red Rock Luffy Lead. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Grand Party. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zu den Teams oder allgemein Fragen zu Grand Party, stellt die natürlich gerne in den Kommentaren. Ich werde versuchen, auf alles zu antworten, so wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, samurai! Come, sorry!